Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgegruselt Staffel 5 Resident Ma! Evil, nicht Resident Ma. Mein Handy wollte hier nicht die Änderung der Zeit akzeptieren. Ja. Ja, wir hoffen, in der letzten Folge zu sein. In der letzten Folge sind wir weiter durch das Bergwerk durch und Graute musste sich mit zwei Fetten anlegen und einer riesigen Horde an Moldern, den er gekonnt entkommen ist. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht wirklich zum letzten Raum kommen. Und ja, was Evelyn jetzt zu all dem sagt, dass wir das jetzt schon alles überlebt haben, was sie uns auf den Hals gehetzt hat. Links, 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 hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da. Oh ne, war nur Licht, Sonne aus, das liegt hier. So, durch, Quetschi. Na, Evelyn, ploppst du gleich wieder auf? Nein, lässt uns in Ruhe. Brav. Ach, guck mal, hier kann man mal speichern. 150 Maschinengewehrmunition und nochmal eine starke Erste-Hilfe-Arznei. Ach, jetzt sind die Karte des Bergwerks. Das stimmt mich nicht positiv. Dann speichern wir nochmal auf einen neuen Dings. Das stimmt mich eher auf. Das geht noch. Wenn wir jetzt die Karte kriegen. Tja. Die Tür sieht doch so nach Endraum aus. Ah. Und da. Das ist mein Handy? Ja. Ach, die Puppe. Und die Puppe Ja, von sehr. Evelyn, von ihr selbst, Ja. wo sie noch jung war, normal aussah. Und Granny hat sich aus ihrem Rollstuhl bewegt. Böse Granny. Sollst du Ach, nicht. hier sind wir wieder. Hier, das Diese, ist der Raum mit den Puppen. diese, Da das, saß das. Mia vorhin. Also ganz am Anfang. Wir sind im alten Wir sind Haus. wieder bei den Bei, Bakers. bei, bei, wir sind wieder im Ja, Demo-Haus. das heißt, das Labor ist wirklich ganz gleich nebenan gewesen. Ja, okay, also Labor existiert schon wirklich vorher. Oder sie haben es halt später erst installiert, wer weiß. Ja. Und haben gedacht, sie könnten Evelyn. Be sure of it. Hi. It's not here. It's gone. It's gone. Ja, wir wissen's. Das war jetzt mal so eine Erinnerung von wegen, kannst du dich noch dran erinnern? Das Ja, ist er kommt mal das nicht mehr hier. durch. Da sind wir wieder also im alten Haus. Ach, E01. E001 war's. Naja, Evelyn. Ja, irgendwie hatten wir ja die ganze Zeit im Kopf, dass die D001 war am Ach Anfang. so, Also ja. stand schon die ganze Zeit E001 drauf. Naja, sie war schon die ganze Zeit E001 Granny. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt wieder nach da. Ach doch, wir kommen doch wieder hier nach Ja, oben. das Telefon wird wieder läuten, wa? Bestimmt. Ah, und wir sind wirklich wieder im Demo-Haus. Na? Nee. Ist ein Schubfach was? Hinter dir? Nee. Nur mal den Hörer ab. Okay. Ich glaube tatsächlich, da kommt gar kein großer Endkampf mehr. Kann Und das waren sein. jetzt die zwei dicken Moldet. Das ist ja auch cool. Das wird nochmal aus. Hi. Wir beachten dich nicht. Außer mit dem Messer, los! Mist! This is your fault. Warum? Wir haben nichts getan! Was? Warum sehe ich das? Ja, aber man hört ihre Stimme, obwohl sie eigentlich nicht da ist. Wir sind infiziert. Ja. Naja. Man hört ihre Stimme und sieht sie, obwohl sie eigentlich Ja, nicht da ist. genau. Wir sind infiziert. Aber eigentlich, wenn wir sie töten, Dann ist der Vermittler ist der tot. Vermittler tot. Dann werden wir nur. Zum normalen Molder, so hat das Motto. Aber wir werden nicht mehr kontrolliert. Warte, geh nochmal zurück in den alten Raum. Schau mal, ob da noch irgendwas ist. Hier hat das Spiel angefangen. Ich mag sowas. Ja. Übrigens, sie hat uns damals nicht mit einem Messer bekämpft, sondern sie hat einfach Holz abgebrochen und damit auf uns eingestochen. Ja, stimmt. Das Messer war wirklich einfach weg, was sie am Anfang hatte.
Jetzt kommt Evelyn, kommt ready mit der Kettensäge. I would like that. Das gibt mir die Erinnerung daran, ne? Ja, ist ja gut, Evelyn. Du bist in unserem Kopf, hast du toll gemacht. Ethan, it's okay. It's okay, it's me. Das ist nur in unserem Kopf, das ist nicht echt. No, you didn't mean to hurt me. Kill him, Mommy. Ach, jetzt zeigt sie uns die ganze Zeit, was sie gemacht hat mit ihr. Jetzt kommt es nochmal. It fucking hurts! Does it want to be my daddy? And he can die. Oh, mit VR muss das so mies sein. Mommy's turn to kill you. Oh, shit. Endkampf wird gegen Mia sein. Geh mal zurück. In den kleinen Abstell gekommen da. Diese Tür ist immer noch verschlossen. Ja. Jetzt nochmal nach hinten, nochmal in den Raum mit dem Videorekorder von damals. Kann man die Tür auf... Also rechts, 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 rechts. Da. Na? Ach, guck mal, der Fernseher und der Videorekorder sind weg. Ja. Das ist alles in diesem bläulichen Schimmer. Dass wir von wegen immer noch in ihrer Kontrolle so langsam sind. Das heißt, wir müssen auf dem Dachboden wieder, wa? Mhm. Schon mal rechts unten bei der Lampe, ist da irgendwas? Naja, sie lassen es auch gar nichts mehr aufmachen oder so. Das ist jetzt wirklich final. Hi. Ah, okay, wir sind da lang. Okay. Können wir doch mal die Treppe hoch? Fuck you. Ciao. Warum sollten wir zu... Die muss auch so denken. Ich sag Mama, sie soll das Videotape angucken, sie geht. Ich sag ihm, er soll zu mir kommen, er geht. Ich sag ihm, er soll gehen, er bleibt. Warum tun sie immer das Gegenteil von dem, was ich ihnen sage? Manu! Pädagogische Maßnahmen, mein Kind. Pädagogische Maßnahmen. Oh, der Video... der Kassettenrekorder, der hier lag. Ah. Okay, den doch lieber erstmal zum Hauptausgang. Da, wo Evelyn steht. Dann soll es nur sein, dass die Tür immer noch zu ist. Wahrscheinlich. Willst du etwa abhauen? Nicht, dass wir gleich ein Ende triggern, so von wegen. Fuck off, wir gehen! Ich bin immer noch da! You're gonna be one of us. And then maybe you'll play nicely. Nö. I'm not playing. No! Get that away from me! Oh, scheiße! Forget about me. Aber geblockt. Das ist nur Illusion, das ist nur Illusion. Vergiss mich. Oder gesagt, vergiss mich nicht. Vergiss mich. Forget about me. Nein. Wir müssen wohl auf den Dachboden rauf. Aua, wir haben zum ersten Mal ihr Angst eingejagt. Nun weiß sie, dass wir eine Waffe gegen sie haben. Hi. Du bist aber ein hübsches Püppchen. Na du? Vor die Hasenzähne. Ach, ist halt eine Illusion. Nein. Doch. Ha, jetzt hab ich mit dem Messer aber wieder. Oh Mann. Alles ist nur eine Illusion hier. Auch dass das Haus fast einstürzt. Hör auf damit! Wir haben es kapiert! Na dann! Evelyn! Wir kommen dich holen! Hi. Schwebt sie? Sie schwebt. Sieht so aus, ja. Sie schwebt. Warum kann sie schweben? Ich mag nicht, dass sie schwebt. Ach, gehen wir doch mal zu dem schwebenden Mädchen. Hallo, kleines schwebendes Mädchen. Get away! Perfekt. Aua. Oh, geht jetzt der Bosskampf los? Okay. Vielleicht sollst du seitwärts gehen. Okay, wir gehen an der Seite. Ich glaube, ich muss einfach blocken.
wenn sie das macht. Vielleicht kannst du auch schießen auf sie? Nee, ich glaube, ich muss hin. Ist das alles, was du drauf hast? Get away! Das wird nicht reichen, Evelyn! Ich habe ein Messer! Oh, du sollst dich heilen, du bist fast tot. Nein! Du bist ein böses Mädchen. Ach, das spritzt die ganze Zeit. Du warst ein böses Mädchen! Böses Mädchen! Das ist Mia, das ist Mia, das ist Mia, das ist Mia! Ja. Das ist bestimmt Mia, oder? Ja. Nee! Das war wirklich Granny. Schwarze Löcher? Ich glaube, du musst abhauen. Nee. Kann ich nicht. Hinter. Okay, das scheint ein Kampf zu sein. Hi! Na du? Auf die Augen zielen? Ich hab doch gerade. Was geblockt ist. Okay, Granatwerfer. Kommt mal näher, wa? Bist du am Kämpfen? Glaube nicht. Woo! Au. Hallo, Umbrella! Oh, Scheiße. Wo ist... Kann die Kamera nicht mehr. Hey, boah, ist Tag geworden. Schön. Aus Auge. Ziel. Nachlad. Au. Au. Kommt da die Lehrs, wenn ihr uns helft. Au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au. Au, au. Au. Heile. Au. Das passiert doch einfach. Ich kann mich nicht heilen. Au, 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 au! Au. Das Gefühl, sind ziemlich im Arsch. Huh. Ah. Kann das mal. Huh. Albert 01. Hat gerade einen Helikopter abgeworfen, oder? Playtime, so. Ich muss direkt in den Mund schießen, kann das sein? Jetzt! Ins Auge? Au, 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 au! Nicht runter! Und nicht runter! Hm. Objekt verwalten? Okay. Ha, du hast irgendwas falsch gemacht. Ja gut, das haben wir schon geschafft. Oder muss ich jetzt noch, muss ich das noch mal machen, oder was? Ich bin in einem Wahnsinnszustand, du. Ja.
Das ist ja ein toller Antivirus. Nee, ab hier geht's los. Ja, dann am besten jetzt keine Muni verbrauchen, oder? Ich glaube, du musst aber auch so, weil dann wird's weitergeht, oder? Den Granatwerfer nehmen und einfach hier voll reinballern, wenn sie hier ist gerade. Meinst du nicht? Du musst auf irgendwas anderes zielen? Ja, ich glaube. Guck mal, auf dem Boden, hinter dir. Links. Da. 10 Flintmuni und noch mehr Muni. Aber meinst du, dass das jetzt was bringt? Keine Ahnung. Also kommt ja auf uns zu. Auch so. Und die haben ja schon gesagt, wir können sie so nicht aufhalten, wir brauchen was Besonderes. Ich glaube, draußen muss ich dann ballern. Ja, du sollst jetzt nicht ballern. So, jetzt haben wir nochmal 2 eindrücken. Okay. So, jetzt. Nee, du musst okay. Wirklich, du musst bestimmten Schaden auf sie machen. Okay. Das ist dumm. Die Ladezeiten nicht so lang werden. Ja. Ah, vor Evelyn können sie nicht fliegen. Greifen sie wiederholt an und versuchen sie ihr aus dem Weg zu gehen. Okay. Kann man die Katze überspringen, ne, oder? Nee. Weil du nicht stirbst. Ja, du bist nervig. Du hättest ja auch gerade fast gehabt, der ist einfach nur, glaube ich, das Auge oder mehrmals in den Mund. Eins ja, ich hätte ihn auch schneller schießen müssen, immer wenn es ja, geht. Also im Mund habe ich einmal getroffen, da hat sie auch einmal so... Naja, ja, deswegen, wahrscheinlich muss man öfters treffen. Evelyn tut mir ja schon ein bisschen leid. Ja. Jetzt gleich links in die Ecke, da liegt nämlich Flintmuni und Pistolenmuni, glaube ich. Verbesserte Pistolenmuni, sogar. Bam! In den Mund? Vielleicht in den Mund schießen? Au! Okay. Das war genug Schaden anscheinend. Beckmann ist stark. Beckmann ist sehr stark. Au! The Magnum is with us. Umbrella hat keine MGs, Raketenwerfer oder sonst was an ihrem. Wahrscheinlich zeichnen sie alles auf und sagen, das ist ein großes Experiment. Was sagst du? Nein! Bam! 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 So. Granatwerfer! Boom! Ah. Nein! Der Arm hat abgefangen. Au! Nachladen! Boah! Kann man das jetzt noch blocken oder ist das. Au! Dieses Spiel. Au. Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich. Ja, ja, das sollte sein, dass jetzt rangezogen wird. Damn! Au! Cool, ich krieg auch keinen Schaden. Nachladen! Okay. Guck mal, jetzt hast du auch nicht diesen riesen roten Bildschirm. Ja. Also hast du diesmal es besser gemacht. Oh Gott. Au. Aber ich habe immer den Verdacht, dass Zoe uns nicht dieses Armbandchen gegeben hat. Feuer, 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 Feuer. Warten, 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 warten. Ja. Ja.
könnte man sich gut in den Garten stellen. Ja. Oh, jetzt nicht mehr, schade. schön pixelig. Tja. Da war es mit Evelyn geschehen. Nichts riskieren. Der Albtraum ist endlich vorbei. Ende der Nacht. Okay. Umbrella holt uns ab. Oder ist es gar nicht Umbrella, sondern... Ja, doch, das sind die klassischen... Antiterror-Einheit. Können Sie mir Ihre Maske abnehmen? Kennen wir sie vielleicht? Ja. Ich glaube, es ist Redfield, oder? I'm Redfield. Ja, es ist Redfield! I'm glad we found you. Das sind keine Umbrella. So long. Warum hat das so lange gedauert? Sondern das war die Anti-Bio-Waffen-Terror-Einheit. Ja. Wo ja Redfield und Leon dazugehören. Mia! Hey! Mia. Dir geht's gut. You made it. I'm glad. Such emotion. Did I? Irgendwas passiert jetzt noch, oder? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Resident Evil Biohazard. Das heißt also, Chris Redfield räumt jetzt für Umbrella auf. Ja. Ich meine, das haben sie in der Vergangenheit ja auch schon getan. Das ist so, Umbrella so, oh fuck, alles ging schief. Jetzt müssen wir Leute schicken und das wieder gut machen. Das hat sich gerade voll cool gemacht. Ja. Das sind mal extrem kreative Credits. Ja. Boah, die dieses gesamte Ding mit dem Experiment nochmal alles aufgegriffen.
Ja. Cool. Wir haben es durch. Meine Güte. Doch, endlich. Ich muss sagen, ich kann mich leider nicht mehr hundertprozentig erinnern, wie beim Resident Evil 6, das mit Chris Redfield, der Arc, weil es gibt ja einmal mit Leon, einmal mit Redfield und einmal mit dem jungen Wesker sozusagen, Weskers Sohn, spielen wir jeweils ja einmal und dann fügt sich ja am Ende nochmal zusammen. Ich habe leider jetzt das Ende vergessen, wie es nochmal dann mit Redfield ist, aber trotzdem ist es jetzt merkwürdig, dass Umbrella Corporation, also vor allem das Symbol geändert hat, statt dieses roten Regenschirms haben sie jetzt das blau gemacht. Ja. Und dass halt Redfield jetzt für Umbrella anscheinend arbeitet. Ja, wie gesagt, ich habe leider nach 4 keine Ahnung mehr, was da passiert. Hm. Also naja, aus dieser Sicht bin ich ganz froh, dass es jetzt wirklich eigentlich eine sehr eigenständige Story war und jetzt am Ende nur noch so ein Tie-In hatte, naja, um das Ganze in die Serie zu holen. Ja, also ich denke mal, sie wollen das jetzt in die Serie mit einfügen, halt wie gesagt, was ich vorhin meinte, mit denen es gab schon einen Animationsfilm, wo es halt auch schon darum ging, dass sie jetzt halt daran arbeiten, Vermittler zu aktivieren, die halt dann diese Zombie-Einheiten sozusagen kontrollieren können. Ja. Nur da war es halt noch so, dass das normale Zombies waren und die Licker, also die mit der langen, schleimigen Zunge, dass die kontrolliert nur werden konnten. Da war auch nichts von diesem komischen Mulder irgendwie zu sehen im Film. Und ja, jetzt ist es eine Weiterentwicklung davon und jetzt haben sie halt anscheinend einen Pilz, mit dem sie es halt weiterentwickeln. Übernehmen also das von The Last of Us, dass halt ein Pilz alles kontrolliert. Japanese Voice Cast. Ja. Ja, insgesamt kann ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. War ein unglaublich cooles Spiel wieder. Zwischenzeitlich ab und zu so ein, zwei Sachen, die ein bisschen genervt haben, was aber mehr so steuerungsmäßig das alles angeht. Ja. Ja, und ich muss auch ruhig im Nachhinein sagen, dieser Raum, an dem ich so lange hing, hätte ich da schon gerafft, wie die Molded funktionieren, dann wäre das auch viel einfacher gewesen. Naja. So, dass du sie halt wirklich einfach blocken kannst. Da bin ich halt wirklich mit diesen Klauen nicht drauf gekommen. Ich dachte, das ist halt für die Bakers, dass du die blocken kannst, aber dass die mit ihren Krallen, dass du einfach so... Ja, und dass man so gut wie keinen Schaden dann bekommt. Ja. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, ja. Aber ja, also ich muss mich so zwischendurch, weil ich mir so ein bisschen so, es nimmt gerade die falsche Richtung. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, spätestens mit dem alten Herrenhaus und allem, was da mit Margaret und wo es dann mit Evelyn so langsam losging, mir ist sehr gut gefallen. Ja. Ja, und das Finale war jetzt eigentlich ganz cool, dass sie halt dann doch mal wieder dieses mega krasse von Resident Evil, diese Riesenviecher mal kurz eingebaut haben. Ja, und dass sie halt trotzdem, auch wenn der jetzt nicht ganz so viel zu tun hatte mit den anderen Teilen, vermuten wir zumindest, also musst du gehen, da stecke ich den doch nicht so sehr in der Lore. Ich glaube, das war wirklich jetzt der Auftakt einer neuen Trilogie oder wie auch immer. Ja, ja. Weil es ist ja wirklich so, dass im Prinzip 1, 2, 3 haben einen Stil und ein zusammenhängendes Ding. 4, 5, 6 haben einen Stil. Ja. So, ich glaube, jetzt werden 7, 8, 9... Werden wir einen anderen Stil haben, also diesen PT-Stil sozusagen. Ja, und es wird ja einen nächsten Teil geben, weil Capcom hat ja jetzt schon mitgeteilt, dass sie sehr zufrieden mit den Verkaufszahlen sind. Ja. Ja, warum nicht? Weil sie haben mit... Also, das ist eigentlich das, was die Fans immer wollten. Sie wollten wieder zu den alten Wurzeln zurück. Sie wollten wieder richtigen Horror haben. Sie wollten wieder Ressource-Management machen. Man muss wirklich sagen, so dieser Horror, das verstehen viele bei Resident Evil falsch. Klar, Resident Evil 1 war damals extrem gruselig. Naja. Aber Resident Evil hat nie wirklich von dem Horror gelebt, sondern von diesem sich Stück für Stück durch die Map rätseln, dann diese Rätsel lösen, dann eben auch diese abgefahrenen Charaktere. Also ich finde wirklich, sie haben da ganz viel geliefert, was diese Reihe ausmacht oder ausgemacht hat. Naja, plus halt noch dieses Ressourcenmanagement. Das war ja das, was halt die meiste Panik in den alten Teilen verursacht hat. Weil in alten Teilen war es halt wirklich, dass du extrem viel Management beweisen musst. Du musst sowohl, was dein Inventar angeht, extrem viel Management beweisen, musst mit den Ressourcen richtig umgehen. Was jetzt halt auch wieder hier gemacht haben, auch wenn wir jetzt zum Schluss halt extrem viele Ressourcen hatten. Ja, aber jetzt schalten wir erst den Madhouse-Schwierigkeitsgrad frei. Richtig, und da wird es, glaube ich, nochmal anders aussehen. Ja, und da wird es nochmal richtig heftig. Es sei denn, man kann einfach wieder Türen benutzen, um die Morde aufzuhalten. Dann dürfte es wahrscheinlich auch leicht werden. Ja. Ja, also es war alles insgesamt der richtige Schritt in die richtige Richtung. Dass sie jetzt auch, also ich hoffe wirklich, dass sie auch die nächsten Teile alle mit VR weitermachen. Dass sie halt wirklich so sagen, wir sind die Ersten, die ein richtig großes Spiel dazu rausbringen, zu wie... Klingelt der Timer? Ja.
ein richtig großes Spiel für VR rausbringen, weil sie sind halt wirklich der erste AAA-Titel für VR. Und ja. VR wurde auch extrem gut aufgenommen. Natürlich sind die normalen Verkaufszahlen sehr viel besser als die für VR, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Sie zeigen halt, also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die sich extra für Resident Evil VR geholt haben für PlayStation. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, ich glaube irgendwie 27% der Spieler haben es in VR gespielt. Das ist schon eine Menge. Das Spiel hat sich in der ersten Woche 2,5 Millionen Mal verkauft. Und davon 27% in VR. Das ist schon eine Menge dafür, dass momentan noch VR als Gadget gesehen wird und nicht als Hauptbestandteil. Und das ist für mich als jemand, der halt hofft, dass VR irgendwann das ganz große Ding wird, wieder eine total super Nachricht. Weil das heißt, dass jetzt andere sehen, okay, es hat funktioniert, die Leute mögen das. Und wenn wir es noch weiterentwickeln in den nächsten Jahren, dann wird das immer besser werden mit VR. Und dann werden die Leute immer mehr auf VR anspringen. Und irgendwann wird es halt wirklich sein, dass VR so gut wie nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Und ich finde, man muss Capcom einfach mal ganz großes Lob aussprechen, denn die Resident Evil-Reihe wurde mit 5 und 6 zwar immer unbeliebter bei den Fans der klassischen Resident Evil-Teile, aber die Marke war sau erfolgreich. Ja. Also die Richtung, die sie gegangen sind, war sau erfolgreich. Und dass sie trotzdem gesagt haben... ja, wir sehen aber, dass unsere Reihe dann irgendwann auf einen Felsen stoßen wird und wir reißen das Ruder rum, bevor die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Sie haben es halt gerade noch so rumgerissen bekommen, sag ich mal. Ja. Während zum Beispiel Call of Duty halt immer wieder nur dasselbe macht, so auf dem Motto, wo halt selbst die Fans mittlerweile angepisst sind, auch bei Assassin's Creed, wo halt auch die Fans angepisst waren irgendwann und keinen Bock mehr drauf hatten, wo die Verkaufszahlen immer schlechter geworden sind, hat halt Resident Evil die Kurve bekommen, hat gemerkt, okay, nach 6, es gab schon jetzt immer mehr Kritik, machen wir es mal anders. Und sie haben es halt geliefert. Sie haben First-Person-Horror gemacht, wie bei PT, sie haben tollen Psycho-Horror gemacht, sie haben Ressourcenmanagement drin. Es wird auch ein bisschen geballert. Also sie haben eigentlich alles, was bei Resident Evil ausmacht, haben sie mit reingenommen. Die alten schönen Rätsel aus den ganz alten Teilen haben sie mit drin. Ja, also eigentlich alles haben sie schön. Also ich muss wirklich sagen, das war der Teil, der mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht hat. Nicht durch das Haus gehen, jetzt haben wir den Schlüssel dafür, dann können wir da wieder neue Gebiete. Genau. Vielleicht können wir dann dieses und jedes Rätsel lösen. Jetzt haben wir diesen Gegenstand in Dietrich gefunden, jetzt können wir so dort und dort die Kiste aufmachen oder den Schrank aufmachen. Das war schon alles sehr, sehr cool. Ja, und wir werden noch einen Podcast dazu machen, nicht mehr heute. Nee. Aber demnächst. Was ich noch ganz kurz betonen möchte, ist wirklich die Sprecher, die Englischen. Waren sehr gut, ja. Ja, also besonders Jack Baker. Der war cool, ja. Also das ist wirklich so, ich habe Ohrwürmer von seinen Sprüchen. Ethan. Ja, naja, vor allem dieses Ethan. Ja. Ethan. So, und was auch noch, come here, Peggy. Ja. Das ist so, ja, also das war wirklich einfach, und ja, das sind diese Momente, wir meinen, die waren halt nicht gruselig, das war halt eher lustig. Jack Baker aber, war eher lustig. Ja, Resident Evil hat immer schon mehr auf den Panik-Horror gesetzt. Wie halt, wo die ganzen Molden zum Anfang voll überrascht haben, wie halt panisch weggerannt sind. Ja. Mir fällt momentan wirklich, was ich wirklich bemängelt, ist eigentlich wirklich nur, dass die Molden im Endeffekt doch sehr einfach waren. Ja, und sie sind halt nicht gut designt. Richtig, nicht gut designt, und das halt, the typeface included herein are solely developed by Dynacomware. Mhm. Typeface. Also das ist so ein Ding, wo ich denke, okay, ich hätte mir letztendlich doch vielleicht ein bisschen mehr Gegnervarianz gewünscht. Weil es war wirklich, okay, jetzt hast du die ganzen Molded auf 2 Beinen, dann kommen die Molded auf 4 Beinen und dann kommen die dicken Molded. Ja, das war und der hat die Baker dann als Bosse halt immer. Ja. Da muss man auch sagen, da waren wir nach Jack Baker recht negativ nach dem ersten, nach dem zweiten Kampf gegen Jack. Der halt wirklich nicht gut war mit der Kettensäge gegen die Motorschere. Aber danach, der gegen Margaret war cool. Ich sag mal so, der letzte Kampf gegen Jack war halt wirklich so ein klassischer. Es steht hier genau gerade alles, was wir erfahren haben. Client needs a purpose to mind control, Evelyn. Oh. After credit scene? Hey. Okay, also wir haben 16 von 18. Oh, Münzen. Wir haben 2 antike Münzen verpasst, wir haben 2 Akten verpasst. Oh. 28 Mal mussten wir neu starten. Wir haben 7 Mr. Everywheres verpasst. Ja,
13,5 Stunden Spielzeit. 81 Mal haben wir die Inventarbox geöffnet, 38 Arzneien oder Kräuterwände, ein Stabilisierer, dreimal Steroide. Es gibt irgendwie so eine Trophäe, dass du die Inventarbox nur dreimal öffnen darfst im ganzen Spiel. Also sprich eigentlich, dass nur ein einziges Mal durch die Inventarbox aufmachen, um was raus und wieder was rein und wieder rauszunehmen. Schwierigkeitsgrad Irrenhaus, Waffe Albert 01R. Obiges wurde der Inventarbox in Hauptspielen zugefügt. Obiges. Objekt, die geheimste Verteidigung. Obiges wurde der Inventarbox in Hauptspielen zugefügt. Huch. Kostenloser Inhalt. Lotte Hero. Frühling 2017. Mhm. Ah, ein Ballermodus mit Chris Redfield. Ah, okay. Das kriegt man nur, wenn man es durchspielt. Das ist auch ganz cool. Dann fährt man vielleicht, wie Chris Redfield wirklich zur Umbrella Corporation gekommen ist. Ich glaube eher, das wird wirklich so ein, das wird dieser Mercenary-Modus sein. Dass du da mit Chris Redfield rumrennen kannst. Wahrscheinlich, ja. Ja. Jetzt kann man sehen, jetzt könnten wir nochmal Zusatzinhalte. Ja, es gibt verbotene Filmmaterial. Jetzt müssen wir die X jetzt drücken. Ich würde jetzt. Ja, siehst du? Ah. Ja, aber, also, ja, wie du schon sagtest, es ist kein perfektes Spiel. Definitiv nicht. Nein. Hat seine Probleme, aber auf jeden Fall mehrere Schritte in die richtige Richtung. Ja, das Einzige, was ich wirklich hauptsächlich bemängelt, ist ja wirklich, dass die Steuerung noch mal ein bisschen anpassen, weil es halt doch sehr klobig, zumindest mit dem Controller, wirkte. Ansonsten, dass sie halt die Gegner nochmal anpassen. Ja. Also ich hoffe mir schon jetzt im nächsten Resident Evil, dass dann halt doch wieder die Resident Evil Zombies auftauchen und die Resident Evil Hunde und die Licker und so weiter. Also dass die alten Klassiker auch mal wieder da sind und nicht nur die ganze Zeit irgendwelche riesigen Mutantenviecher. Das wäre ja noch ganz nett. Ja, aber auf jeden Fall sind wir am Ende jetzt beide doch recht zufrieden mit dem Spiel. Ja. Und es freut besonders mich, weil ich zwischendurch wirklich so, also wirklich so nach der zweiten Aufnahmesession, war ich wirklich so, ja, spielen wir weiter, wenn Zeit ist. Und naja, aber jetzt war es halt wirklich so, es hat doch einen noch gepackt und war interessant. Und ja, und dadurch, dass jetzt doch Umbrella eingetroffen ist, denke ich mal, es war wirklich so, das Labor war die ganze Zeit da und sie haben einfach nur abgewartet und geguckt, was halt mit Evelyn passiert, wie sie halt ihre Kontrolle übernimmt, wie sie halt darauf reagieren wird und so weiter und haben die Bakers als Versuchskaninchen weiter benutzt. Ja. Weil die hatten ja auch die ganzen, diese D-Serie und so weiter, damit sie Serum theoretisch herstellen können. Ja. Also ja. Ja, und der große Bogen wurde halt auch noch wirklich gemacht, dadurch, dass Chris Redfield aufgetaucht ist, es hat mit den alten Teilen zu tun. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ist aber wie gesagt, glaube ich, wirklich mehr Start für einen neuen Story-Arc. Es kann auch sein, dass Chris Redfield nur so tut, als ob er jetzt für Umbrella arbeitet und in Wirklichkeit arbeitet er immer noch für die Anti-Bio-Waffen-Organisation. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt der Songtext von diesem wirklich genialen Lied, dass das nicht nur ein Songtext ist, sondern dass wir im nächsten Teil schon noch erfahren, wer Aunt Rhody ist. Weil der ganze Song ist ja Don't Tell Aunt Rhody. Tante Rhody. Ja. Sag's nicht Tante Rhody, dass einfach jeder tot ist. Tja, vielleicht war Aunt Rhody noch ein Baker-Familienmitglied. Ich meine, theoretisch lebt Lucas noch. Ja. Zoe scheint, dadurch, dass sie da in dieser Gedankenwelt war, noch zu tot, auch tot zu sein irgendwie. Was mit Lucas passiert ist. Das ist ja wirklich das Ding. Lucas hat gesagt, wir haben zu ihm gesagt, du hast keinen Ass mehr im Ärmel. Und er sagt so, na, ich kann doch nicht alle Überraschungen verraten, du wirst schon sehen. Und dann war es das. Ja. Also es ist noch so, kommt Lucas mal wieder? Würde er sich vielleicht irgendwann an uns rächen, dafür, dass wir alle getötet haben und dass wir seinen Fall entgangen sind? Oder wird es einfach noch ein DLCs aufgeklärt? Ja. Kann ja auch sein. Dass vielleicht noch irgendein DLC noch danach spielen wird. Naja. Mal schauen. Gut, aber die Folge geht jetzt schon ganz schön lange. Ja. Ich muss ins Bett. Ins Bettche. Ja, ins Bettche. Und ja, wir haben Resident Evil 7 durch Biohazard und freuen uns, wenn dann vielleicht schon auf der nächsten E3 dieses Jahr Resident Evil 8 angekündigt wird. Ich glaube, so schnell geht's nicht. Ich denke aber, es wird eher noch wahrscheinlich erst nächstes Jahr auf der E3 angekündigt werden. No. Und ja, aber dann trotzdem auf Resident Evil 8 bin ich gespannt. Wir haben ja dieses Jahr Evil Within 2. Wenn's kommt.
Doch, das kommt. Mal sehen. Wenn Evil Within 2 dieses Jahr kommt, ist ja so geil. Ja, es war ein tolles Spiel. Ich hoffe mal, es war für euch auch ein tolles Erlebnis. Schreibt gerne in die Kommentare, wie fandet ihr das Spiel? Habt ihr es vielleicht selber gespielt? Ist bei euch noch irgendwas gewesen, was wir jetzt verpasst haben? Weil wir haben ja zwei Akten anscheinend verpasst und ein paar Münzen und Bobbelköppe. Und ja, redet gerne mit uns. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem unserer anderen Projekte. Entweder hier auf Graumann Gaming bei einem unserer anderen Let's Plays. Oder aber schau auch gerne bei Graumann Entertainment da vorbei. Wo dann auch demnächst eine nochmal kompletter Podcast sozusagen zu diesem Spiel stattfinden wird, wo wir nochmal sehr viel mehr ins Detail gehen werden, was dieses Spiel angeht, was uns dran gefallen hat, was nicht so. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr es schaut. Und dann bis zum nächsten Mal, euer The Ramen. Und euer Rauton. Ciao. Ciao.